Herzlich willkommen zur Folge 318 deines Aquacura Meerwasser Podcasts. Diese Folge wird wie immer präsentiert von Aquacura, der Pflegemittelmarke für Meerwasseraquarien. Mein Name ist Markus Mahl und ich freue mich, dass du auch diese Woche zu dieser Folge wieder mit dabei bist. Vorab noch der Hinweis, dass dieser Podcast Werbung aufgrund von Namensnennungen enthält. In diesem Podcast gebe ich alles, was ich so in meinem Alltag als Aquarienbauer und bei der Pflege von Meerwasseraquarien so erlebe und täglich noch dazulerne, direkt an dich weiter. Weiterführende Informationen findest du in meinem Buch bzw. Hörbuch Meerwasseraquarium bauen, Aquarium pflegen wie die Profis. Wenn dich das Buch, das Hörbuch oder auch meine Produkte wie zum Beispiel Spurenelemente, Bakterienlösungen, wirksame Mittel gegen Cyanus und so weiter interessieren, findest du den jeweiligen Link in der Podcast-Beschreibung. Und nun zur Folge. Diese Woche möchte ich mal die eventuelle Zukunft der Meerwasseraquaristik betrachten. Denn an der Meerwasseraquaristik sind die letzten beiden Jahre und die aktuelle Situation in der Ukraine nicht spurlos vorbeigegangen. Doch schauen wir mal ein wenig zurück in die Vergangenheit, wo alles begann. Corona war anfangs sogar ein Segen für die Aquaristikindustrie, da durch den Lockdown, die Menschen nicht mehr richtig heraus konnten und alles geschlossen war, kauften sich deutlich mehr Menschen ein Aquarium als in den Jahren zuvor. Unter den neuen Aquarianern waren auch viele Einsteiger in die Meerwasseraquaristik. Die Umsatzzahlen stiegen für die Hersteller von Aquarien und Zubehör 2020 und 2021 in ungeahnte Höhen. Die Aquaristikindustrie verfiel fast in einen Rausch durch die immer wieder neuen Umsatzrekorde. Doch bei ein wenig kritischer Betrachtungsweise war auch klar, dass dieser Boom temporär ist und sobald die Corona-bedingten Einschränkungen fallen und die Menschen wieder in lokale Clubs und so weiter gehen können, wird sich auch die Ausgabebereitschaft für das Hobby Meerwasseraquarium ändern, da die Menschen einen enormen Nachholbedarf haben. Der nächste Umsatzeinschnitt für die Meerwasseraquaristik war ab dem Zeitpunkt erreicht, als die Menschen nach 2 Jahren wieder reisen durften und ihr Geld auch dafür ausgaben. Doch Corona sorgte nicht nur für einen deutlichen Umsatzplus in der Zoobranche, sondern es führte auch zu einem deutlichen Anstieg der Fisch- und Korallenpreise, der bis heute anhält. Hintergrund sind hierfür unter anderem die explodierenden Frachtkosten, die einen erheblichen Teil der Preiskalkulation darstellen. Als sich nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen die Umsätze nach unten bewegten, ging es nahezu lückenlos in die nächste Krise rein. Der Krieg in der Ukraine begann und hat seitdem für die Meerwasseraquaristik wirklich massive Folgen. In der Branche gibt es zahlreiche Ladengeschäfte, die seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine Umsatzeinbußen jedes Monat von 50% und mehr verzeichnen. Unter vorgehaltener Hand wird auch gemunkelt, dass es nicht nur kleine, sondern auch sehr große Geschäfte betrifft. Wenn man sich diese Dimensionen der Umsatzeinbußen vorstellt, kann man davon ausgehen, dass über kurz oder lang das ein oder andere Meerwasseraquaristik-Fachgeschäft aufgeben wird. Das Problem liegt nicht nur in den massiven Umsatzeinbußen, sondern auch wie bei den Hobby-Aquarianern in der derzeit herrschenden starken Inflation. Die Kosten für Lebensmittel und Energie schießen in die Höhe, was auf der Seite der Hobby-Aquarianer dazu führt, dass immer weniger Geld für Hobby vorhanden ist. Ein Teil der Hobby-Aquarianer hat bereits aufgegeben und bieten ihre Becken zum Verkauf an. Auf dem Gebrauchtmarkt sieht man diese Situation ganz deutlich, denn es werden derzeit deutlich mehr Meerwasseraquarien als jemals zuvor angeboten. Wie immer vorab ein kleiner rechtlicher Hinweis. Diese Folge enthält Werbung aufgrund von Namensnennungen. Diese Folge wird dir von Aquacura, der Profi-Pflegemittelmarke für Meerwasser-Aquarium-Pflegemittel, präsentiert. Aquacura-Pflegemittel hältst du ausschließlich in meinem Onlineshop. Schau einfach mal vorbei unter www.aquacura.de. Dort findest du alle wichtigen Pflegemittel für die erfolgreiche Pflege deines Meerwasser-Aquariums. Mach es genauso wie inzwischen sehr viele der Podcast-Hörer und benutze auch du die gleichen Pflegeprodukte wie wir bei unseren Aquarienwartungen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Beim Meerwasserhändler schlägt diese Preisexplosion ebenso enorm zu. Der Unterhalt vom Verkaufsbecken für Fische und Korallen ist sehr energielastig und führt hier zu brachialen Anstieg der Kosten. Im Gegenzug sind die Umsätze so stark gesunken, dass keinerlei Chance besteht, die Kostenexplosion irgendwie aufzufangen. Wie bereits erwähnt, wird dieser Mix aus massiven Umsatzeinbußen und explodierenden Kosten dazu führen, dass einige Händler bald vom Markt verschwinden werden. Glücklicherweise sind wir von dieser Entwicklung nicht betroffen, da unser Geschäftsmodell auf einer völlig anderen Strategie als die der Marktbegleiter beruht. Wir konnten trotz der herrschenden Bedingungen auch heuer bisher einen Umsatzplus von 25% verzeichnen. Bei aller derzeitigen Probleme in der Meerwasseraquaristik gibt es auch vereinzelte Chancen. So kann jemand, der in die Meerwasseraquaristik einsteigen oder jemand, der bereits ein Becken hat und sich vergrößern möchte, wahrscheinlich so günstig wie noch nie auf den Gebrauchtmarkt einkaufen. Das gleiche gilt auch für technisches Zubehör und Tiere, denn der finanzielle Druck, der teilweise auf den Einzelnen lastet, ist enorm hoch. Doch was kannst du tun, wenn du dein Becken gerne weiter betreiben und dein Becken nicht verkaufen möchtest?
Natürlich gibt es ein paar Möglichkeiten, um gerade bei den Energiekosten Geld zu sparen. Wie das funktioniert, erfährst du in den Folgen 310 und 311 des Aquacura Meerwasserrennen Podcasts. Den Link findest du dazu in der Podcast-Beschreibung. Dort erfährst du, wie du bereits in der Planung von Meerwasseraquarien Energie sparen kannst und unter anderem auch, wie du später deinen Energieverbrauch spürbar senken kannst. Mein Fazit zum Schluss. Ich bin davon überzeugt, dass die Meerwasseraquaristik trotz der widrigen Umstände überleben wird. Das Hobby wird mit Sicherheit nicht mehr billiger, da ich fest davon überzeugt bin, dass sich die Preise nicht mehr nach unten verändern werden. Auch wenn alle Krisen dann vorbei sind, werden die Preise dort bleiben, wo sie sind. Es wird deshalb einige Meerwasseraquarianer geben, die ihr Hobby leider aufgeben müssen. Auf der Händlerseite wird es auch zu einer gewissen Korrektur kommen. Insbesondere die Händler, die sich vorher nicht um ihre Kunden bzw. deren Probleme gekümmert haben, oder diejenigen, die alles nur über den Preis verkauft haben, werden wohl schnell verschwinden, da hier oft keine oder nur sehr geringe Liquidität vorhanden ist, um diese Phase zu überleben. Vielleicht ist gerade diese Korrektur eine neue Chance für die künftige Meerwasseraquaristik. So, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, du konntest wieder einige wichtige Informationen für dich gewinnen und freue mich, dass du auch die nächste Woche mit dabei bist. Das Team von Aquacura und ich wünschen nun einen guten Start in die neue Woche. Dein Markus Mahl.